Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Max Payne 3. Ja, und I was walking into another not so welcome party. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna get picky. This was clearly their turf and I just shot up their favorite skin joint. Ja, und ich habe schon echt lange kein Max Payne mehr gespielt, also das letzte Mal ist bestimmt schon guten Monat her, möchte ich fast sagen. Und hier kommen auch schon die ersten Feinde. Aber eigentlich kann ich mich daran erinnern, dass wir uns letztes Mal da bei so einer Brücke über so einem Überhang geflüchtet haben. Wahrscheinlich ist das hier direkt in der Nähe. Weil da wurde dann auch gespeichert. Hier ist aber nichts mehr, ne? Nein. Okay, gehen wir mal weiter. Und er speichert wieder. Oh. Und dich nehmen wir auch noch gleich mit. So. Da oben ist auch noch einer. Den ich so jetzt gerade nicht kriege. Ach, Mist. Jetzt hechtet er gerade seine Balkonmauer. Ach, du kleiner Spasti, du. Muss die Gegner-KI so schlau sein? Ist er tot? Nein, ne? So, jetzt aber. Das war aber, glaube ich, nicht der einzige, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die Musik, sie spielt auch noch. Ja, hier ist doch bestimmt noch wer. Also gesehen habe ich niemanden mehr. Aber da kam noch eben noch ein Schuss, der uns knapp verfehlt hat oder so. Oh. Ja. Da oben ist auch noch einer. So. Und da kommt auch noch einer an, der noch nicht tot ist, aber jetzt tot ist. Denn wenn da so ein kleines X fehlt aus dem Punkt, dann sind die Gegner tot. So, hier nehmen wir nochmal kurz ein bisschen Muni mit. Ach, ja. Ja, super. Stirb, du Bastard! Mein Gott, wie viel verträgt der denn da hinterm... Oh, da oben ist auch noch einer. Und da irgendwo hinterm Fenster war auch noch einer da. Meine ich? Ging da nicht eben noch eine Klappe zu? Naja, ich glaube, es wird Zeit für einen Painkiller. So. Hier ist vorerst keiner. Mein Gott, wie Favelas hier aussehen. In Sao Paulo. Vielleicht können wir die mal aufnehmen. Können wir die... Oder ist die jetzt schon weg, die Waffe? Egal. Bleiben wir hier wieder bei unserer AK oder was das ist. Ich glaube, hier müssen wir jetzt runter. Ich kenne es ja selber nicht. Den Weg hier geht es auf jeden Fall nicht rein. Geht's... Nee, hier kommen wir auch nicht raus. Auch. Oh ja. Kommen wir auch nicht raus, wenn Max sich mit seiner vollen. Mit seinem vollen Körpergewicht da rein hämmert. Irgendwo hier war noch einer. Ich hab's doch noch gesehen. Wo? Oh, ach, da oben. Scheiße. Nachladen. Nein, 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 mach schnell, mach schnell. Ja, schaut. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir nur noch einen Painkiller haben. Aber ich will dafür jetzt nicht extra nochmal die letzte Aktion neu machen. So, das war gleich ein Headshot. Das auch. Also nicht gleich, aber es war ein Headshot. Kommt hier sonst noch jemand? Ich glaube nicht.
Hier steht auch übrigens eine Gasflasche. So. Ja, hier sehen wir auch schon ein paar andere Teile von der Stadt. Das letzte Mal, als wir, wie wir uns erinnern, als wir in die Stadt geguckt haben, da standen wir ja noch auf diesem Wolkenkratzer ganz oben drauf. Und jetzt gucken wir von unten nach oben. Vorher haben wir von oben nach unten geguckt, als wir da ganz zu Anfang noch auf der Party waren. So, was haben wir denn hier? Ja, leider kann ich kein Portugiesisch. Aber ich finde es sehr cool, dass man solche kleinen Details auch noch mit eingebaut hat. So. Das steht hier. Oh. Scheiße. Ja, ich sollte mich vielleicht erstmal um die Gegner kümmern und dann. Wir müssen die Umgebung angucken. Ja, hier steht auch wieder dieses Philhos de Ogli oder what the fuck da steht. Das stand da hinten auch eben. So, der kam hier jetzt aus irgendeiner Tür raus. Meine Fresse. Von wo kam der Schuss gerade, bitte? Ah, da oben ist, glaube ich, ist da jemand? Ja. Tot. Das Problem ist nur, das mit unserem Leben sieht jetzt nicht so super aus. Und das war auch mehr knapp als gut. So. Ach, zum Glück, das war der letzte Gegner. Jetzt können wir erstmal ein bisschen durchschnaufen, erstmal ein bisschen gucken, ob wir hier irgendwo ein paar Painkillers finden. Hier können wir nicht rein. Erstmal hier alles schön. I was getting nowhere fast. The cold turkey was messing with me, like I was looking through another man's eyes. I needed to focus. Ja, so sieht das aus, wenn Bisowski. They told me the favelas were full of drugs. Wenn so ein alter Bisowski. Ah, hier kommen wir nicht rein, wo einer rauskam. Wenn der einen auf nüchtern macht. Der Tag will nicht zu Ende gehen für Max. Es kommt ihm vor, als ob er alles mit anderen Augen sieht. Ja, nicht gerade verwunderlich. Und man hat ihm erzählt, dass hier alles voller Drogen ist, als wir gerade die Painkillers da auf dem Tisch gefunden haben, die Schmerzmittel. Also gut, dass wir alles nochmal durchsucht haben. Haben wir denn hier einen Vogelkäfig? Und. Nur da sitzt, glaube ich, kein Vogel drin. Naja. Ist auch nochmal ein Gastank. Die stehen hier anscheinend in den Favelas immer so auf den Straßen rum. Vor allen Dingen auf volle. Aber hier kommen wir schon in Richtung Berg. Ne? Also es geht hier schon hoch. Und wenn ich mich recht erinnere, mussten wir auch zu einem Berg, ne? Ich nehme mal einen Painkiller, weil das war ja schon ziemlich eng. Hier kommen wir nicht weiter, aber hier. Gut. Wahrscheinlich müssen wir jetzt das Schloss hier aufschießen, ja. Hier steht ein Generator, mit dem können wir aber nichts anfangen, müssen wir auch nicht. Sind ja nicht irgendwie in Alan Wake, wo wir die Lichter anmachen müssen, ist auch überhaupt nicht dunkel. Gut. Was haben wir hier drin? I could hear a woman screaming. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back. When my natural grace and finesse made the decision for me. Na, super. Das hat er natürlich sofort gesehen, der Max. So. Oh, das ist ja mal richtig cool. Wenn ich das mal so sagen darf. Du da hinten bekommst auch noch dein Fett weg.
Oh ja, die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Sonst ist hier aber niemand mehr, ne? Oh. Von wegen, hier ist niemand mehr. Oh, da ist ja noch eine ganze Horde. So. Ja, braucht schon Bullet Time. Okay, ich glaube, da auf dieser Ebene war es das. Ja. Wenn hier der kleine Pixel mal rot wird, dann sieht man das sofort, dass da Gegner sind. Man hätte sich auch hinlegen können. Gut, gehen wir erstmal weiter. Oh. Jetzt habe ich mich mal wieder vertan. War da noch einer? Ich werde, glaube ich, schon paranoid. Naja, ich glaube, da war keiner mehr. Gehen wir mal hier rein. Vielleicht finden wir... Na, nun, geh schon rein, sei nicht so fett. Vielleicht finden wir hier ein Schmerzmittelchen. Ja, sogar zwei. Und da war doch tatsächlich noch einer. Na gut. Sehr schön geschossen. So, jetzt reicht's mir aber hier. Meine Fresse, stirb endlich, du Schwein. So. Du meine Fresse, ey, das gibt es doch nicht. Wow, fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. So, der ist schon mal tot. Ich jetzt hier natürlich liege, dann haben die Gegner weniger Angriffsfläche. Allerdings kann ich auch nur aus der Tiefe rausschießen. Und irgendeiner war hier doch noch. Und da die KI nicht allzu schlecht ist in Max Payne. Na komm schon. Wo ist das? Hä? So, hier. Das ist ja mal cool. Headshot. Aber leider sieht es nicht so ganz gut aus mit unserem Leben. Wo zur Hölle? Da steht doch noch einer. Eierschuss. Ist er tot? Ach, kommt schon. So, Headshot. Der nächste bitte. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Ja, halt die Klappe, du Schreihals da hinten. Ach, die Tür ist ja offen. Ach, da liegt auch irgendein goldenes Teil von der Waffe. Oha. Scheiße, 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 scheiße. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, dass ich schon so früh komme. Hier im Nahkampf sollte ich... Oh, ich sollte vielleicht mal aus der Bullet Time rausgehen. Wähle ich mal eine andere Waffe. Teil 2 von 3 der goldenen abgesägten Schrotflinte. Der ist noch nicht tot. Jetzt aber. Gut. Mein Gott, wie viele Leute haben die denn immer? Schön, dass sich Mac so schnell bewegt. Warte, hier liegt eine abgesägte Schrotflinte. Flinte, nicht Finte. Finte ist was anderes, aber das haben wir ja gerade vor. So, kommen wir hier raus? Leider nein. Aber ich sollte dennoch mal wechseln. So. Nein, schieß doch nicht gegen das Geländer. So. Ich habe zwar leicht unter dem Geländer geschossen, aber er ist trotzdem noch abgeprallt. So, dafür wäre unsere andere Rifle ein bisschen besser. Na, kommt schon. Ich frage mich, was das hier für Zahnräder sind.